Das autonome Fahren beschreibt eigentlich eine Situation, in der ich als Fahrer nicht mehr das Fahrzeug führe, sondern ich bin plötzlich Beifahrer in meinem eigenen Auto. Autonomes Fahren wird voraussichtlich nur mit vernetzter Mobilität umzusetzen sein. Das heißt, Fahrzeuge, Beteiligte im Straßenverkehr müssen miteinander reden. Und wir brauchen natürlich jede Menge Rechentechnik in so einem Fahrzeug. Es ist tatsächlich auch so, dass das Fahrzeug ganz viele Informationen aussendet. Und das ist ein super großer Datenschatz, den man für ein intelligentes, optimiertes Verkehrsmanagement nutzen sollte. Wenn man sich die ganze Technik hier so anguckt, dann würde man ja denken, okay, in näherer Zukunft braucht es dann keine Busfahrerinnen, keine Busfahrer mehr. Ist das das Ziel? Das letztendliche Ziel ist dann schon, dass man sagt, Auto, komm vorbei, hol mich ab, ich will kein eigenes Auto mehr haben. Wir kümmern uns um neue Funktionalitäten, die Unfälle vermeiden sollen. Und wir wollen im Allgemeinen die Verkehrssicherheit in der Zukunft untersuchen. Wer ist denn eigentlich schuld, wenn Systeme, die in automatisierten oder gar autonomen Fahrzeugen verbaut sind, Fehler machen? Ein Auto, was sich entscheiden muss zwischen einer Sachbeschädigung und der Schädigung eines Menschen, muss sich immer für die Sachbeschädigung entscheiden. Das heißt, solche Sachen müssen schon einprogrammiert sein. Mit dem Bus zur Uni, mit dem Auto zur Arbeit oder in den Urlaub, Verkehr spielt in unserem Alltag eine zentrale Rolle. Und in dieser Folge der Guten Frage wollen wir einen Blick in die Zukunft des Straßenverkehrs werfen und über autonomes Fahren reden. Ich habe da immer die Vorstellung, dass man irgendwann mal die Hände vom Lenkrad nehmen kann und Zeit für andere Dinge hat, zum Beispiel ein Buch zu lesen oder E-Mails zu beantworten. Aber wie nah sind wir eigentlich an dem Punkt? Und ist diese Vorstellung überhaupt realistisch oder müssen wir uns zumindest auf absehbare Zeit davon vielleicht verabschieden? In diesem Video will ich mit Expertinnen und Experten über den Stand der Technik, über vielversprechende Projekte im ÖPNV und über die Rechtslage auf diesem Gebiet sprechen. Und die Grundlagen, was autonomes Fahren eigentlich ausmacht, die erfahre ich jetzt hier in dieser Halle in Dresden-Nickern, etwas abseits vom Campus der TU Dresden. Und hier soll es auch einen Fahrsimulator geben, an dem wartet schon Dr. Thomas Tüschen von der Professur für Fahrzeugtechnik. Was verstehen wir eigentlich unter dem autonomen Fahren? Das autonome Fahren beschreibt eigentlich eine Situation, in der ich als Fahrer nicht mehr das Fahrzeug führe, sondern ich bin plötzlich Beifahrer in meinem eigenen Auto. Die Begrifflichkeit autonomes Fahren ist aber ein bisschen schwierig. Das Auto entscheidet ja nicht selbst, wo es hin möchte. Es tut das, was ich dem Auto im Vorhinein sage. Grundsätzlich automatisieren wir Fahrfunktionen. Also wir nehmen den Fahrer aus der Fahrzeugführung heraus und setzen dafür das Fahrzeug als Fahrzeugführer ein. Und dort gibt es auch verschiedene Stufen des automatisierten Fahrens. Das sind Level 1 bis 5. Level 1 kann man sich relativ einfach vorstellen. Das haben heutzutage sehr, sehr viele Fahrzeuge. Das ist eine assistierte Fahrfunktion. Das kann ein Notbremsassistent sein oder ein Tempomat, der den Abstand automatisch zum vorfahrenden Fahrzeug regelt. Solche Dinge. Level 2 wird dann schon ein bisschen komplizierter. Das sind Funktionen, die eine Längsführung plus auch noch mich in meinem Fahrzeug oder in meiner Fahrspur halten können. Im Übrigen ist das, was der Tesla macht. Der Tesla mit seinem Autopilot hat eigentlich nur eine Level 2 Funktion, indem er die Längs- und die Querführung miteinander koppelt und sagt, Fahrer, du kannst dich zurücknehmen. Rein rechtlich gesehen ist das aber erst bei Level 3 möglich. Level 3 beschreibt nämlich die Situation, dass das, was Level 2 kann, so weit geht, dass der Fahrer sich in dem Moment zum Teil aus der Fahrzeugführung rausnehmen kann. Und Daimler ist der erste Hersteller, der es mit der S-Klasse geschafft hat, ein Level 3 Fahrzeug auf den Markt zu bringen und auch abzusichern, dass das Fahrzeug auf den Straßen mit dieser Level 3 Funktion fahren darf. Und die Beschränkungen bei Level 3 liegen zurzeit, das wird jetzt gerade verändert, bei 60 km/h auf einer zweispurigen Straße mit Standstreifen, also wir sprechen hier von einem Staupilot, und soll jetzt auf 130 km/h erweitert werden. Das heißt, wir bewegen uns hier im Bereich von einem Autobahnpiloten. Die Level 4 Funktion geht dann schon weiter. Die geht wirklich so weit, dass man zum Beispiel nur noch das Fahrzeug von der eigenen Garage bis zur nächsten Landstraße fährt. Man sagt hier, Fahrzeug übernehme. Man merkt, dass das Fahrzeug in dem Bereich schon sehr, sehr viel selber übernehmen kann und man eigentlich nur noch in ganz sehr wenigen Situationen als Fahrer tatsächlich selber was machen muss. Ein Level 5 bedeutet dann wirklich, das Fahrzeug hat kein Lenkrad mehr. Ganz einfach. Also es gibt keinen Fahrer im üblichen Sinne mehr in diesem Fahrzeug, sondern wir sind eigentlich alle nur noch Beifahrer. Wir setzen uns in irgendeine Kabine und fahren von A nach B. Kann man Ausblicke geben, wie das automatisierte Fahren den Verkehr in Zukunft verändern wird? Das ist natürlich eine Kaffeesatzleserei. Also wir versuchen zunächst, den Verkehr damit sicherer zu machen.
dass das Fahrzeug kritische Situationen erkennen kann, auf die Situation eingehen kann und damit Unfälle vermeiden kann. Reduzierung der Unfalltote auf null ist das eigentliche Ziel. Natürlich dann auch irgendwann komfortabler. Ne? Also das letztendliche Ziel ist dann schon, dass man sagt, Auto kommt vorbei, hol mich ab, ich will kein eigenes Auto mehr haben. Auch im Sinne der Verkehrswende ist das natürlich sehr praktisch, weil ein automatisierter, gesteuerter Verkehr wesentlich energieeffizienter fahren kann als ein Verkehr, der durch viele, viele Individualisten gesteuert wird. Ganz interessant ist auch in diesem Aspekt, wir müssen gar nicht alle Fahrzeuge automatisieren, dass wir diesen Effekt auf der Straße haben. Es helfen schon ein paar Fahrzeuge, weil diese Fahrzeuge damit eine Beeinflussung des Verkehrs haben und zum Beispiel das Heranfahren an eine rote Ampel, wenn ich dann 3, 4, 5 Fahrzeuge in diesem Tross habe, der heranfährt und die darauf schon reagieren und die Geschwindigkeit von alleine reduzieren, um nicht an der Ampel zu stehen, um dann flüssig weiterzufahren, sind die anderen Fahrzeuge, die nicht automatisiert sind, damit gezwungen, dem zu folgen. Und somit können wir natürlich auch einen Teil oder unseren Beitrag zur Verkehrswende leisten. Wenn wir jetzt aber an Stufe 5 denken, also quasi das autonome Fahren, werden wir den Punkt überhaupt irgendwann mehr erreichen oder ist das so weit in der Zukunft, dass wir da in absehbarer Zeit gar nicht hinkommen? Es ist eine extrem schwere Aussage. Also wann es denn tatsächlich so weit sein wird? Das Fahrzeug selber ist das komplizierteste System, was die Menschheit je in Masse hervorgebracht hat. Es ist ein fahrender Computer in einer unendlich komplizierten Welt. Es kann alles passieren. Es kann ein Kind vors Auto springen, es kann zu Wetterumschwüngen kommen, es kann plötzlich Blitzeis geben. Und mit diesem extrem komplizierten Fahrzeug, in dieser unendlich komplizierten Welt, soll man jetzt anfangen, das Fahrzeug so zu automatisieren, dass ich dem Fahrzeug immer und überall vertrauen kann. Bis wir da in der Lage sind, wirklich solche Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, dass sie dort auch sicher funktionieren, das ist noch lange hin. Der Weg zum hochautomatisierten oder gar zum autonomen Fahren ist also noch ziemlich weit. Es gibt aber vielversprechende Projekte, die zeigen, wie das irgendwann mal aussehen könnte. Insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr bieten sich hier große Chancen und Potenziale. Ein Forschungsprojekt ist das Forschungsprojekt Absolut. Und hier an der Messe in Leipzig gibt es eine Teststrecke, wo dieses Fahrzeug unter Realbedingungen im echten Straßenverkehr zum Einsatz kommt. Mit zwei der WissenschaftlerInnen des Projekts bin ich jetzt hier verabredet. Die beiden wissen, was für Technik in so einem Bus drinsteckt und welche Infrastruktur es braucht, damit das Ganze auch sicher funktioniert. Und über Letzteres rede ich jetzt mit Luise Fitztum. Sie ist Verkehrswissenschaftlerin am Institut für Verkehrstelematik. Und wir sind jetzt hier an einer dieser Kreuzungen, an der Bus vorbeikommt. Und da die Frage, welche Infrastruktur brauchen wir denn, um automatisiertes Fahren ermöglichen zu können? Hier an dieser Kreuzung, die haben wir jetzt komplett ertüchtigt, weil es ohne diese Ampel für das Fahrzeug aktuell nicht möglich wäre, hier nach links auf die Hauptstraße abzubiegen. Das ist so ein Beispiel, links abbiegen, Kreisverkehre, das sind Themen, die bisher beim automatisierten Fahren noch sehr, sehr in den Kinderschuhen steckt. Was man jetzt hier zum Beispiel sieht, ist eine neue Lichtsignalanlage, neue Markierungen, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass die Sensoren, die Kameras das erkennen, wo darf ich überhaupt langfahren. Und dort oben haben wir zum Beispiel eine RSU, Roadside Unit, die sendet dem Fahrzeug die zusätzliche Information, was das Fahrzeug quasi kamerabasiert detektiert, ob grün oder rot ist. Das empfängt das Fahrzeug nochmal über diese Box. Erst wenn beide Informationen übereinstimmen, dann wird das Fahrzeug diesen Knotenpunkt hier passieren. Ist es jetzt so, dass wir alle Kreuzungen damit ausstatten müssen, damit automatisiertes Fahren funktionieren kann? Also theoretisch, wenn man flächendeckend automatisiertes Fahren etablieren möchte, ist so etwas notwendig. Ist aber die Frage, wollen wir das überhaupt? Brauchen wir flächendeckend diese Infrastruktur? Diese Roadside Unit, ist die nur für den Bus da oder kann die zukünftig auch für automatisierte Pkw genutzt werden? Jedes Fahrzeug, was eine Onboard Unit hat, empfängt Daten. Leider ist es aber so, dass es immer nur betont wird, ja, das Fahrzeug konsumiert die Information. Aber es ist tatsächlich auch so, dass das Fahrzeug ganz viele Informationen aussendet. Und das ist ein super großer Datenschatz, den man für ein intelligentes, optimiertes Verkehrsmanagement nutzen sollte. Zum Beispiel Staus zu vermeiden. Richtig, oder Verkehrslenkungen um Baustellen, wie auch immer. Es braucht aber nicht nur viel Technik auf der Straße, damit der Bus hier hinter mir seinen Kurs hält,
Da steckt auch viel Technik drin, zum Beispiel Hinderniserkennung, wenn Personen sich auf der Straße befinden sollten. Und was genau das ist, das kann mir Steffen Kutter erklären. Er ist Gesamtprojektleiter der TU Dresden für das Projekt Absolut und forscht an der Professur für Fahrzeugmechatronik. Damit so ein Bus wie der hier seine Strecke so weitgehend von alleine bewältigen kann, braucht es ja bestimmt Technik. Was steckt da alles drin? Da steckt tatsächlich jede Menge Technik drin in so einem Fahrzeug. Das beginnt natürlich mit den Sensoren, die das Fahrzeug braucht, um seine unmittelbare Umgebung wahrzunehmen. Dazu gehört auch das ganze Thema Lokalisierung. Also das Fahrzeug muss genau wissen, wo befindet es sich. Und zwar nicht nur auf einen Meter genau, sondern wirklich auf einen Zentimeter genau. Und wir brauchen natürlich jede Menge Rechentechnik in so einem Fahrzeug, damit wir die vielen Informationen, die wir von den Sensoren kriegen, aber auch über unsere Telekommunikationsschnittstellen überhaupt verarbeiten können. Wie erkennt das Fahrzeug denn jetzt, dass da ein Hindernis sich auf der Straße befindet, zum Beispiel eine Person? Und vor allem, wie unterscheidet das Fahrzeug auch, das ist ein relevantes Hindernis für mich und das ist vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig? Erstmal hat das Fahrzeug, die Sensoren haben erstmal nur Detektion. Detektionen sind einfach noch nicht mit irgendeinem Gegenwert belegt, sondern die Detektion zum Beispiel vom Radarsensor ist einfach, da befindet sich ein Objekt, das hat einen gewissen Radarquerschnitt. Es hat aber noch keine Aussage, was ist denn das genau für ein Objekt. Der Radarsensor kann vor mir zum Beispiel einen und denselben Radarquerschnitt detektieren. Der kann kommen entweder von einem LKW oder aber von einer Schilderbrücke. Erst wenn ich das jetzt mit anderen Informationen kombiniere, zum Beispiel von der Kamera, kriege ich dann die Information, es ist ein Fahrzeug oder es ist, wie angesprochen, das entsprechende Schild an der Schilderbrücke. Wenn man sich die ganze Technik hier so anguckt, dann würde man ja denken, okay, in näherer Zukunft braucht es dann keine Busfahrerinnen, keine Busfahrer mehr. Ist das das Ziel? Langfristig hast du natürlich vollkommen recht, ist das Ziel, den oder die Fahrerin aus dem Fahrzeug herauszubekommen und das Fahrzeug wirklich automatisiert die Strecke befahren zu lassen. Das macht natürlich vor allem Sinn bei recht kleinen Gefäßen, also Fahrzeugen mit recht wenigen Sitzplätzen, die sehr nah am Kundenbedarf unterwegs sind. Aber in der Zeit bis dahin ist es eher so, dass wir das Sicherheitsfahrpersonal, wir sprechen ja vom Sicherheitsfahrer oder der Sicherheitsfahrerin, auf Basis eines Busfahrers eher noch mal nach oben qualifizieren, weil diese Personen quasi das automatisierte Fahrzeug überwachen müssen. Ja, und neben der Fahraufgabe, die jetzt der oder die Sicherheitsfahrerin übernimmt, entstehen natürlich auch neue Aufgaben. Wenn das Fahrzeug dann ohne das entsprechende Sicherheitspersonal fährt, muss ja trotzdem jemand die Aufsicht über die Fahrzeuge haben. Ja, und da hat der Gesetzgeber eine relativ klare neue Rolle geschaffen. Das ist die Rolle der technischen Aufsicht. Und diese technische Aufsicht wird zum Anfang, sobald diese Level-4-Fahrzeuge im Feld sind, 1:1, also eine technische Aufsicht betreut ein Fahrzeug, betreuen. Perspektivisch macht es aber natürlich erst dann Sinn, wenn wirklich das Betreuungsverhältnis irgendwo 1:5, 1:10 ist. Und das ist letztendlich das große Ziel. Und auch diese neuen Berufsbilder werden natürlich ein entsprechendes Qualifikationsprofil haben und es werden entsprechend neue Jobs entstehen. Würdet ihr in einen automatisierten Bus wie diesen hier einsteigen oder wäre euch dabei vielleicht nicht ganz so geheuer? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare. Die ganze Technik in automatisierten Fahrzeugen soll Unfälle wie diesen hier in Zukunft minimieren und den Straßenverkehr insgesamt sicherer machen. Die Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden, kurz FUFO, forscht unter anderem an Unfällen mit automatisierten Fahrzeugen. Und über die Ergebnisse deren Forschung möchte ich jetzt mit Thomas Unger sprechen. Er ist hier Bereichsleiter für Simulation und Datenanalyse. Was macht die Verkehrsunfallforschung eigentlich? Wir von der Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden GmbH erheben Unfalldaten. Das heißt, wir fahren mit unseren Einsatzfahrzeugen direkt an die Unfallstelle, erheben dort Spuren, befragen die Beteiligten und erfassen auch medizinische Daten, damit wir das Gesamtunfallgeschehen verstehen können. Im Nachgang wollen wir natürlich wissenschaftliche Erkenntnisse daraus gewinnen, beispielsweise über die Unfallfolgen, beispielsweise zur Unfallentstehung. Und dafür werten wir die Daten aus und simulieren die Unfälle nach. Und ihr beschäftigt euch auch mit automatisiertem Fahren, richtig? Das sind die brandaktuellen Forschungsfragen, die wir beantworten. Zumindest versuchen wir das. Wir erforschen die Unfalldaten und versuchen dort Systeme der Zukunft zu bewerten. Wir kümmern uns um neue Funktionalitäten, die Unfälle vermeiden sollen. Und wir wollen im Allgemeinen die Verkehrssicherheit in der Zukunft untersuchen. Wie können automatisierte Funktionen im Fahrzeug Unfälle vermeiden oder die Folgen abmildern? Wir sehen aber auch Effekte im Verkehrsfluss, sodass beispielsweise harmonisierter Verkehr durch automatisierte Fahrfunktionen entstehen kann.
Heißt konkret durch Abstandshalter? Genau. Das automatisierte Fahren ist, ich sag mal, vorhersehbar. Menschliche Reaktionen sind das nicht immer. So kann man eben sagen, man weiß, wie die Fahrzeuge reagieren, welche Abstände eingehalten werden, welche Geschwindigkeiten gefahren werden. Und so kann sich das gesamte Verkehrsgeschehen auf den Straßen harmonisieren. Und es können natürlich auch kritische Situationen adressiert werden und so Unfälle vermieden werden. Und es gibt ja sicher auch konkrete Forschungsprojekte hier bei der Verkehrsunfallforschung. Was gibt es da vielleicht auch schon für Ergebnisse? Wir haben in einem ersten Schritt Unfälle auf Autobahnen in Deutschland untersucht. Und wir haben festgestellt, wenn 20% der Fahrzeuge mit dem sogenannten SAE Level 2 der Automatisierung ausgestattet sind, dann können wir bereits 7% der Unfälle auf Autobahnen in Deutschland vermeiden. Das sind Funktionalitäten, die in den Fahrzeugen verbaut sind, wie beispielsweise der Spurhalteassistent. Bereits dieser gehört zur Stufe 2. Wenn wir dazu noch Fahrzeuge der Automatisierungsstufe 3 hinzunehmen und dort ebenfalls 20% in der Flotte vertreten haben, können wir bereits 15% der Unfälle vermeiden auf deutschen Autobahnen. Und wenn wir mal einen Blick in die Zukunft wagen, Stichwort autonomes Fahren, was muss da alles noch passieren, damit das wirklich funktionieren kann? Autonomes Fahren wird voraussichtlich nur mit vernetzter Mobilität umzusetzen sein. Das heißt, Fahrzeuge, Beteiligte im Straßenverkehr müssen miteinander reden auf digitale Weise. So kann es beispielsweise sein, dass Gefahrenstellen in die Fahrzeuge gemeldet werden, weit vor dem man die eigentlich sehen kann, diese Gefahrenstellen. Sodass wir beispielsweise auf eine Brücke fahren, wo Glatteisgefahr ist und Ihr Fahrzeug bekommt diese Information bereits hunderte Meter vorher ins Fahrzeug gespielt. Und so kann das ganze Verkehrsgeschehen harmonisiert werden, die Geschwindigkeit kann herabgesetzt werden und so können auch Unfälle vermieden werden. Wir haben auf unserem Kanal auch ein Video unserer Reihe Auf Arbeit mit Verkehrswissenschaftlerin Julia Engelbrecht veröffentlicht. Sie forscht daran, wie Fahrzeuge miteinander vernetzt kommunizieren können. Das Video findet ihr hier übers i und einen kleinen Ausschnitt seht ihr jetzt. Ich denke, dass die Zukunft aus unseren Straßen so aussehen wird, dass wir viel, viel mehr Fahrradfahrer haben, weniger Autos, wir viel mehr nur dann Fahrzeuge benutzen, wenn es wirklich notwendig ist, uns die Fahrzeuge viel mehr teilen, diese vielleicht dann alleine uns abholen und wieder zurückbringen. Stell mir vor, die Mobilität wird spontaner und vielleicht auch ein bisschen sicherer, dadurch, dass die Fahrzeuge miteinander vernetzt sind und miteinander sprechen können. Zum Schluss dieser Folge wollen wir noch einen Blick auf die rechtliche Perspektive werfen. Wer ist denn eigentlich schuld, wenn Systeme, die in automatisierten oder gar autonomen Fahrzeugen verbaut sind, Fehler machen? Diejenigen, die im Fahrzeug sitzen oder doch eher die, die solche Fahrzeuge entwickeln? Und gibt es überhaupt schon ausreichend Regelungen, die eine rechtssichere Nutzung hochautomatisierter Fahrzeuge möglich machen? Über all diese Fragen will ich jetzt mit Rechtswissenschaftlerin Helena Jaromi vom Institut für Internationales Recht, Geistiges Eigentum und Technikrecht sprechen. Wie ist denn das autonome oder das automatisierte Fahren in Deutschland aktuell rechtlich geregelt? Es gibt 5 verschiedene Stufen. Ich fange mal an bei Stufe 1 und 2. Das ist nämlich ganz einfach. Die Fahrzeuge, die da gemeint sind, die brauchen keine besonderen Regelungen. Stufe 3 ist eine, da darf der Fahrer sich abwenden für einen Moment lang. Und das ist geregelt jetzt inzwischen im StVG. Das Gesetz regelt im Prinzip, dass sowas überhaupt fahren darf auf deutschen Straßen, dass sowas zulässig ist. Dann kam jetzt ganz neu, letztes Jahr, noch ganz viele weitere Paragraphen hier in das StVG rein. Die regeln jetzt die 4. Stufe vor allem. Und die 4. Stufe ist eine, wo der Fahrer fast gar nicht mehr hingucken muss. Und da steht auch drin, ein Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion im Sinne dieses Gesetzes ist ein Kraftfahrzeug, dass die Fahraufgabe ohne eine fahrzeugführende Person selbstständig in einem festgelegten Betriebsbereich erfüllen kann. Das bedeutet, wir haben eigentlich gar keinen Fahrzeugführer mehr. Wir haben stattdessen aber was Neues, das wurde jetzt eingeführt, das ist die sogenannte technische Aufsicht. Die muss aber gar nicht unbedingt im Auto mehr sitzen, sondern die kann auch über Funk zugeschaltet werden. Nachdem das Gesetz aber erst letztes Jahr in Kraft getreten ist, gibt es halt noch keine Rechtsprechung dazu, noch keine Erfahrungen damit, wie die Gesetze sich jetzt dann wirklich im Endeffekt bewähren. Wer ist denn schuld, wenn so ein Fahrzeug dann doch mal einen Unfall baut? Wir müssen erstmal überlegen, was bedeutet denn Schuld sein? Also Schuld ist derjenige, der das verschuldet hat, also der den Unfall hervorgerufen hat. Die Frage, die uns vielleicht mehr interessiert, ist, wer haftet im Endeffekt? Wer muss dafür bezahlen? Ne? Jetzt ist natürlich das Problem, gerade bei dieser 4. Stufe, die jetzt neu geregelt ist, wir haben keinen Fahrzeugführer mehr. Und damit kommen eigentlich nur 3 andere Personen in Betracht. Das eine ist die technische Aufsicht, die ist ja jetzt neu. Das zweite ist der Fahrzeughalter, das ist also derjenige, auf den das Fahrzeug angemeldet ist. Und das dritte ist eben der Hersteller.
Ich fange mal beim Hersteller an. Also das ist gar nicht so einfach, da was nachzuweisen. Es muss irgendwie ein Produktionsfehler gewesen sein oder irgendwas zum Beispiel. Hat aber wahrscheinlich deutlich größere Bedeutung bei dem autonomen Fahren, als es beim jetzigen Fahrzeugfahren hat, weil einfach der Hersteller da prominenter ist und weil das Auto ja viel mehr macht. Das heißt, wenn da was kaputt geht am Auto oder am System, ist das nochmal eine andere Frage. Der zweite ist der Halter. Und auch der hat jetzt in dieser neuen Stufe hat er nochmal neue Verpflichtungen, die er vorher noch nicht so hatte. Und zwar, er muss immer die neuesten Updates aufspielen zum Beispiel, weil gerade wenn es um solche internetgesteuerten, internetbasierten, autonomen Fahrfunktionen geht oder so, dann muss das natürlich immer up-to-date sein. Und dann haben wir natürlich noch die technische Aufsicht. Die muss im Prinzip reagieren, wenn das System meldet, dass irgendwas nicht funktioniert. Und wenn die natürlich einen Fehler macht, dann kann die eben auch haften. Nun gibt es im Straßenverkehr ja auch Situationen, wo über Leben und Tod entschieden werden muss. Und bei automatisierten Fahrzeugen obliegt diese Entscheidung dann ja wahrscheinlich einer künstlichen Intelligenz oftmals. Gibt es da schon Regelungen, die getroffen wurden? Also das ist ja das, was man so allgemein als Dilemmasituation beschreibt. Und da gab es ganz lange ganz viele Diskussionen darum. Das wurde inzwischen tatsächlich geregelt, und zwar im Rahmen von dieser Neuerung 2021. Da sind technische Spezifikationen geregelt, die das Auto können muss, sage ich mal. Und hier steht, dass es ein System der Unfallvermeidung haben muss. Und dieses System muss auf Schadensvermeidung und Schadensreduzierung ausgelegt sein. Also bei einer unvermeidbaren alternativen Schädigung unterschiedlicher Rechtsgüter muss die Bedeutung der Rechtsgüter berücksichtigt werden. Wobei der Schutz menschlichen Lebens die höchste Priorität besitzt. Das heißt, ein Auto, was sich entscheiden muss zwischen einer Sachbeschädigung und der Schädigung eines Menschen, muss sich immer für die Sachbeschädigung entscheiden. Das heißt, solche Sachen müssen schon einprogrammiert sein. Dann haben wir diese Dilemmasituation geregelt. Da steht nämlich jetzt drin, für den Fall einer unvermeidbaren alternativen Gefährdung von Menschenleben darf keine weitere Gewichtung anhand persönlicher Merkmale erfolgen. Man darf nicht nach Alter gewichten, nicht nach Bildungsstand, nicht nach was auch immer, sondern jedes Menschenleben ist gleich viel wert. Und das ist genau das, was jetzt hier ins Gesetz gegossen wurde im Prinzip. Werden wir dann vielleicht schon in einem Jahr rechtssicher autonom auf den Straßen unterwegs sein dürfen? Wahrscheinlich gibt es da noch einige Hürden zu überwinden. Es muss zum Beispiel gewährleistet sein, dass die technische Aufsicht die ganze Zeit in Kontakt steht mit dem Fahrzeug. Das deutsche Mobilfunknetz ist, glaube ich, noch nicht in so einer Lage, also ist noch nicht so ausgebaut, dass wir das wirklich gewährleisten können, dass es da nicht irgendwie plötzlich Funklöcher gibt. Ich denke, der Gesetzgeber hat versucht, hier so ein bisschen in Vorleistung zu gehen und so ein bisschen die Grundlagen dafür zu schaffen, dass es möglich ist. Und jetzt hängt es so ein bisschen an den tatsächlichen Gegebenheiten. Dass wir schon in wenigen Jahren von autonomen Fahrzeugen ganz bequem von A nach B transportiert werden, ist nach all dem, was unsere Expertinnen und Experten gesagt haben, ziemlich unrealistisch. Nicht so unrealistisch ist dagegen, dass moderne, zukünftige Fahrzeuge über immer bessere automatisierte Systeme verfügen werden, die uns dabei helfen, Unfälle zu vermeiden und zur Verkehrswende beitragen können. Auch im öffentlichen Personennahverkehr werden in den nächsten Jahren vermehrt automatisierte Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Die können dann zum Beispiel helfen, strukturschwächere Regionen wieder besser anzubinden. Die rechtlichen Rahmen dafür wurden auch erst kürzlich geschaffen. Hinsichtlich der Infrastruktur auf den Straßen muss allerdings noch einiges passieren. Und damit hochautomatisiertes Fahren irgendwann Realität werden kann, braucht es auch noch einiges an Forschung. Das war die 8. Folge der Guten Frage. Wenn ihr mal eine Frage an unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Die letzte Folge des Formats findet ihr hier oben zum Thema Kernenergie und darunter gibt es ein weiteres Video der TU Dresden. Sollte es euch gefallen haben, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ein Like da lasst und unseren Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.